Moin, moin, meine Chibis! Herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, ich bin mal wo ganz woanders, denn ich bin nämlich eher in dem Gebiet hier im Turm, weil ich habe ja gesagt gehabt, ich hole mir ein Pferdchen, habe ich mir auch geholt. Und irgendwie dachte ich so, ja, ich glaube, hier unten ist gar nicht so viel, was man machen kann, decken kann, wenn man straight die Story verfolgt. Zumindest fällt mir jetzt gerade im Groben nichts ein. Deswegen dachte ich so, ja, um mal ein bisschen Zeit zu sparen, kann ich ja für uns hier schon mal den Turm aktivieren. Hat auch ein bisschen gedauert, den hier hochzuklettern. Einfach, damit es ein bisschen schneller geht. Und wir, na gut, das Gebiet habe ich ja nicht erkundet gehabt. Ich dachte nur so, ja, komm, gehe ich mal eben kurz den Turm da aktivieren, dann haben wir den. Haben wir auch schon, falls doch mal irgendwie da was ist, können wir von da aus dann schneller in das Gebiet kommen. Deswegen. Einmal kurz aktiviert. Was sehr fein ist. Und das ist der. Eigentlich ist es der Hylia-See, tatsächlich sogar. Aber ich glaube, der hat gar nicht so viel Bedeutung. Hier ist, soweit ich weiß, kein. Nichts, was mit Recken zu tun hat. Und, ja, Dungeons, richtige gibt es hier nicht. Gut, da unten ist die Hylia-Insel. Da dürfte, glaube ich, ein Schrein noch sein. Ja, Max, der wartet hier unten. Ich habe jetzt das Pferd Max genannt. Vielleicht habe ich mit Max mehr Glück und der geht nicht hopst. Oder ich habe Max Todesurteil unterschrieben und ja, dann tut es mir leid, Sherry, dass ich den Freund auf dem Gewissen habe. Aber man lebt wohl bei mir gefährlich, wenn mein Pferd ist. Aber gut, das Risiko muss man ja eingehen. Okay, bevor ich jetzt das mache, will ich noch ein, zwei kleine andere Sachen machen. Ich will mal eben kurz Hanteno gehen und die Sachen noch eben kurz alle abgeben und danach geht's auch weiter zum Todesberg. Okay, so. Als allererstes liegt an, dass ich Yolanda sein Holz geben muss. Wenn ich, weil ich weiß, wo er ist. Ist wahrscheinlich doch hier irgendwo ein Häuschen drin, oder? Yolanda, wo bist du? Halt, hier muss doch Häuser stehen, aber kein Yolanda hier weit und breit. Ach, da ist er. Yolanda, aufstehen. Da, da, da. Kann ich den wieder aufwecken? Yolanda, Bombe! Nein, kann ich nicht. Mein Gott. Ach, dann sind sie mich hier zu dummster. Und warte mal ab, bis er aufsteht, der feine Herr. Ha, selbst eine Bombe weckt ihn nicht auf, ey. Ich dachte, das ist ein Zimmermann. Oder hat sie einfach an so einen Krach schon gewöhnt? Das kann auch sein. So, okay. Da hockt er auch schon unterm Baum, mein Gott. Die haben hier vielleicht die Nerven, ey. Yolanda! Kommst du mal ein bisschen in den Potte? Hallöchen, na, hast du sie? Jo, sehr gut, dann nehme ich sie dir mal ab. Ja, jetzt weiß ich erstmal erstmal. Jetzt kannst du das alte Haus wie abgemacht für 3000 Rubine haben. Meld dich bei mir, wenn du das Geld beisammen hast. Ach, er will jetzt auch noch Geld dafür haben. Nicht mein Hammer mit. Na gut, ich könnte mal gucken, ob ich den recht schnell noch die Sachen kaufen kann bei ihm. So. Ach, Mann. 3000 Rubine sind ja schon ein bisschen mehr. So, wo ist der kleine Junge? Der rannte doch hier rum. Du warst es, glaube ich, ne? Hallöchen. Oh, ein Feuerstab. Zeig her. So. Hier ist das gute Stück. Sieht toll aus, ne? Kann jemand auf den Kopf hauen. Boah, ey, richtig original. Das muss ich überziehen. Hier, bitte. Nimm das ruhig. Nächstes sehen. Also, es war. Ich weiß, es ist wie eine Bobkeule. Ja, die habe ich gerade nicht am Start. So ein Mist. Der Waffenhagel geht noch ein bisschen länger. So. Kann ich was bei dir eben kurz verkaufen, um Yolanda zu bezahlen? Nahrung habe ich ja sehr viel. So, ich hoffe einfach mal, ich brauche das jetzt mal gerade nicht. Ich habe zwar gesagt, ich mache nur im Grunde die Story, aber ganz im Ernst, Link braucht auch ein Haus.
Sonst irgendwo was, was ich verkaufen kann? Ich glaube, den Rest jetzt brauche ich alles. Na gut, okay. Na, ich warte mal ab, falls ich bei den Goron noch irgendwelche Ausrüstung kaufen muss. Hat sich dann damit auch erstmal erledigt. Und ich gehe jetzt einmal kurz zu Pura. So, bei Pura angekommen. So, hier die antiken Materialien. Stasis-Modul bitte. Da müsste ich jetzt alle haben. Ach stimmt, die Animation kann ich ja auch noch komplett vergessen. Oh, die tut eigentlich in die Not. Pura, mach hin. So. Gut, Dankeschön. So, genau so, Leichtstein ist gebracht. Oh, du hast alle Module verbessert, ne? Mit diesem Schickerstein und deinem Speer könntest du in dein Kraut gegen dich wachsen. So. Nebenaufgabe auch geschafft. So, jetzt kann mir noch... War hier nicht noch irgendwo eine Quest, was es auf sich hat mit den Damen, die Probleme hatte? Wenn ich mich richtig erinnere, war es da hinten der Fall. Nein! Ach, Link. Du sollst Fahrt aufnehmen und nicht runterstürzen. So, die müssen es, glaube ich, sein. Moin, Freunde! Hi! Friss Feuerstab! Au! Bin ein bisschen aus Übung. Ich will jetzt noch wissen, bitte welcher. So, Freunde. Die Waffen lasst ihr jetzt mal kurz fallen. Na, komm her. So, ich liebe den Elektrostab. Ist er weg, der ist auch weg. Ach du, bist da oben noch ein Nervenziegel. So. So, Schnabberger mit Schafen. Gut, ich weiß mal gar nicht, ob ich die Materialien brauche, ehrlich gesagt. Aber ist jetzt auch nicht so verkehrt, wenn ich die mal kurz mitnehme. Ach, die armen Schafe. Kommt ihr raus? Eigentlich doch schon, oder? Ich meine, eigentlich habe ich denen ja nichts. Könnte ich jetzt eigentlich sagen, so, jo, wir holen jetzt ab. Dahin ist auch noch ein Schrein. Aber dahin zu kommen, da müsste ich wahrscheinlich gut schwimmen können oder mir ein Floß nehmen und das dauert auch wieder lange. Und Rodonit. Ah, mir fällt nämlich noch eine Sache ein, die ich noch kurz zeigen könnte für den Leuten, die es interessiert. Da muss ich mal kurz gucken. Wenn ich noch weiß, wo es war. Hier gibt es nämlich irgendwo ein dicker Boma, ein Ibarok, der sich rumtreibt. Ja, gut, da ist ein Krog. Soll ich den mitnehmen? Wenn ich mal hier bin, kann ich den auch mal kurz mitnehmen. Du hast mich gefunden! Maul. Okay. Ha, wo war denn das noch? Zumindest gab es ihn irgendwo.
will mich jetzt nicht alles täuscht. Vielleicht kannte ich euch da so rein, wo es ist. Ich glaube, das war auf der anderen Seite. Bin mir aber jetzt nicht zu 100% sicher. So. Mach das einfach hier rüber. Fische würde ich ja auch gerne fangen, aber da... Ach, ich hasse diese Schwimmpassagen hier in dem Spiel. Deswegen hüpfe ich mal lieber so rüber. Da sind aber doch ein paar Erz, die würde ich doch gerne mitnehmen. Man weiß ja nie, wann man die braucht. Halt! Stopp, Krabbe! Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass man die Krabben auch so einfach rausdocken kann. Ich habe die mal gefangen gehabt. Ich dachte, wenn ich die auf die drauf hole, sind die einfach putt. So. Wir brauchen ja für Yolanda ein bisschen Cash. Und das war mein Handy. Ach, die, also ich weiß schon, was ich jetzt nächstes erhöhe. Die Ausdauer. Definitiv die Ausdauer bei Link werde ich erhöhen. Weil die geht mir langsam doch ein bisschen auf den Senkel. Oh, guck mal, wie viele Möwen hier sind. Schön aber eigentlich hier, ne? Muss man wirklich sagen. Ich glaube, hier war der. Ja, sieht gut aus. So. Hier noch ein kleiner Krok. Ach, hier viel mehrere. Ich bin übrigens ein schlechter Held, weil ich lasse mich zu leicht ablenken. Aber well, ich kann halt nicht die Notlagen von gewissen Bewohnern ignorieren. Das geht einfach nicht. Ich muss denen einfach helfen. Also das macht mich eigentlich dann doch ja ziemlich gut im Held aus. Ich glaube, da oben sieht man übrigens auch zwei Schreine, da oben an der Klippe. Vielleicht könnte man von da aus zu dem Schrein da unten kommen. Aber auf die Klippe dazu wollen, das ist schon ein ziemlicher Umweg. So, dann schaue ich mal, wo war denn jetzt hier der kleine Ibarok? Sag mal, wo bist du denn? Komm mir raus, putt, putt, putt. Onkel Link ist ganz, ganz lieb zu dir. Ah, da ist er ja. So, ich werde mich aber noch mal einmal kurz... Bisschen... Obwohl, eigentlich ist das schon ziemlich gut. Hab ich? Ich wollte meinen, ich habe doch eine Kopfbereitdeckung gehabt. Mist, okay, es hat nicht geklappt. Ibarok, Hahorn, Halbinsel. Wieso geht die Bombe nicht bei dem hoch? Einfach. Na, eigentlich habe ich ja jetzt keine Lust, das zu machen, aber gut, okay. Komm. Komm, fall um, so ist brav. Au! Okay, das hat mich jetzt gerade ein bisschen zu sehr gehittet. Ich stelle mich aber auch gerade ein bisschen blöd an bei dem Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach. Ein Bernstein.
Okay. Sag mal. Mann. Ja, nicht meine ganze Leistung. Aber mit, ich irgendwie tue ich mit dem Ivarox mehr schwer als mit den Leuten. So. Er war einfach da, war einfach nervig. Also merkt euch, hier ist auch einer. Falls man einen sucht. Ich glaube aber, sehr viel mehr gibt es hier auch nicht zu finden. Also hier vielleicht ein paar Schätze. Der hat sich hier aber gelohnt. Sehr schön. Und ich habe da oben noch was gesehen, was ich vielleicht auch noch gerne mitnehmen wollen würde. Weil ich weiß, wie ich hier wieder irgendwo vernünftig hochkomme. Mit den ganzen Möwen sieht ja schon sehr schön aus, muss man ja wirklich sagen. Da oben. Da sind Leuchtsteine. Die könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Na komm. Und dann geht's weiter zu den Kronen. Vielleicht mache ich aber auch noch einen kleinen Absacker. Nach Kakariko zur Statue. Aber das will ich euch natürlich alles rausschneiden. Also für euch ist das dann natürlich, weil ich glaube, irgendwie hätte ich doch gerne den Ausdaueranzeigen ein bisschen mehr. Ich glaube, das mache ich einfach offscreen. Dann sieht man sich einfach gleich im Todesberg wieder. Und ich weiß nicht, ich meine, für irgendwas brauchst du auch sogar Leuchtsteine. Vielleicht für irgendeine Rüstung oder was das war. Deswegen nehme ich die einfach mal mit. Okay, gut, dann auf nach Hateno. Das kurz wieder abgeben und dann, Todesberg der Rest. Deine Schafe sind wieder Sicherheit. Hast du die Monster gemacht? Jo. No, ich danke dir. Es ist nicht viel, aber zumindest ist auch nicht viel Platz weg. Milch. Naja. So, Nebenaufgabe erledigt. Schaue ich mal, ob ich jetzt mit den neu gewonnenen Materialien vielleicht das Haus kaufen kann. Jetzt ist ganz nice. Ich weiß auch ehrlich gesagt immer hier nie. Es soll hier auch eine Statue der Göttin geben, aber irgendwie verpasse ich die immer hier. Die soll hier auch irgendwo sein, in Hateno. Aber ich jedes Mal, egal wie oft ich BO2 spiele. Ach, hier, guten Morgen. Hier ist sie sogar. ich laufe immer dran vorbei, weil ich finde, hier ist sie so unscheinbar. Weil es einfach so ein Haus ist und da steht sie einfach so. Jo, hab ich im Vorgang stehen. Wie so ein Gartenzwerg. Götzen Hylia wurde einfach zum Gartenzwerg. So, bisschen mehr Ausdauer. Ist zwar nicht viel, aber ist auch nicht so verkehrt. Gut. Nochmal kurz gucken, ob ich Yolanda bezahlen kann. Damit ich eigentlich Besitzer eines Eigenheims wäre. Ich weiß gar nicht, ob ich im Real Life überhaupt mal Besitzer eines Eigenheims bin. Weiß ich nicht, glaube ich nicht, irgendwie. So, ich muss das verkaufen. Und zwar habe ich doch hier gerade schön ein paar Sachen zusammenbekommen. Nein. Ich hab gleich genug. So, Yolanda kann ich auch bezahlen. Jetzt die Aufgabe auch erledigt. Dann ist Hateno so gut wie abgeschlossen. Und ich freue mich doch schon ein bisschen, dass mein Ausdauertrank wieder, also Schnelligkeitstrank schon wieder vorbei ist. Wie spät habe ich es denn eigentlich? Mitternacht. Ah, da pennt Yolanda wahrscheinlich. Na, lass mich, Jogo Dumster. Na, ich hoffe, Yolanda, du bist schon früh wach.
ein Dummster, der scheint auch nicht zu pennen. Der ist die ganze Nacht. Ach, wahrscheinlich, weil er einsam ist. Und niemanden hat zum Kuscheln. Vielleicht möchte ich Jolanda nicht mit ihm kuscheln. So, Jolanda. Jetzt gib mir eigentlich diese scheiß schäbige Hütte. Wobei ich auch echt gestehen muss, ich finde die Hütte an sich echt... Man hätte daraus mehr machen können. Warum, sage ich noch gleich. Im Ernst? Gibst du mir 3000 Rubine? Ja, steht im Wort. Ich zahle. Nicht zu glauben, einfach großartig, aber dann lass mir die Rubine abnehmen. Ja. An die Firma dankt. Ich muss schon sagen, in meinem Alter so viel Geld was auszugeben, das hat schon was. Ich habe noch eine Waffenhalterung mit aufgelegt, wollte keiner kaufen. Ich hoffe, du wirst mal anfangen. So, beschäftige mich jetzt als nächstes. Ach ja, war ja noch was. Ich schicke Dumms nach Akala, um dort Land zu erschließen. Dein eigenes Traumhaus. Ja, mein Haus. Es ist wunderschön, ne? So, kann ich sogar Sachen reinstecken. Yeah. Juhu. Ja, mehr ist hier auch nicht. Das Haus sieht von außen so groß aus, ist aber gar nicht so wirklich das große vom Ei. So. Da habe ich eine Lampe jetzt hier drin, ne? Es hat, wie gesagt, auch einen großen Schornstein. Da oben wie so ein Brett. Hier ist noch irgendwie so, ja, was unter ist. Hier gibt es noch nicht mehr eine Tür. Also du wirst hier eigentlich richtig verarscht. Aber guck mal, hier geht es sogar noch hoch, ne? Seht ihr das? Dass hier so ein kleiner, keine Ahnung, Kabuff-Keller sein sollte. Ist hier aber kein Keller. Hier ist irgendwie ein Schuppen, wo du aber nicht reinkommst. Und du hast auch einfach hier so einen fucking Vorratsturm oder Silo oder Kamin und hier ist auch irgendwie nichts. Also du wirst eigentlich schon ziemlich verarscht. Ja, was machst du? Pause. Hast du ihr Haus gekauft? Ja. Beeindruckend, Alter. Ja. Also dann, ja. Geh halt weg von hier. Okay. Beruflich. Ah, verstehe. Du hast vielleicht auch davon Bauunternehmen wie Landerplant explodiert. Nicht schlecht, der Specht. Denke ich auch. Wo gehst du denn hin? Nach Akala. Weit weg? Ja, schon. Und dann viel Erfolg. Ja, bitte. Bis dann. Ich werde dich vermissen. Unsere Unterhaltungen waren immer so tiefgründig. So, Jolanda, Landa, du könntest mir wenigstens noch eine verdammte Tür einsetzen. Schulter klopfen, ich habe das Gefühl, du siehst ja aus, als hättest du noch lange nicht genug das graue Haus gekauft, aber es ist leer. Tja, hat mich ja noch mal Jugend war. Ich sag dir was, für 5000 Biene kümmere ich mich um Möbel. Die Außengestaltung ist das ganze Paket. Und weißt was? Weil du es bist, fange ich schon für 100 Rubin an. Der Rest kannst du später bei mir zahlen. Hallöchen, kann ich dir helfen? Bau etwas für mich. Was kann ich denn fühlen? Ich würde eine Tür gern haben wollen. Bäume, Blumengarten, Namenstaf. Ich möchte eine Tür haben. Bett, Beleuchtung. Tür wäre schon mal, eigentlich schon mal ganz gut. Gib mir eine Tür, verdammt. So kann ich nicht pennen. Ich kann mir ein Haus ein Lagerfeuer zünden, aber ich brauche was pennen. Torda, es kann losgehen. Ja. Irgendwie wirkt Jolanda nicht so für mich, dass er so am Rumbrüllen ist. Gerade perfekt, wenn ich einmal sagen darf, nun mich bei eins haben. So, hast du noch was für mich? Das war, als ob du dich erstmal hinsetzen musst. Bett vielleicht? Wie viel aufs Bett sein? 100 Rubine. Ja, gut. So, mehr brauche ich nicht. Bett und Tür. Mehr brauche ich für ein eigenes Haus nicht. Internet gibt's hier nicht. Mehr braucht man ja. Ich wüsste auch nicht, was. Keine Ahnung. Blumenbeet, Namensschild, Waffenhalterung. Ich glaube, da gibt's nicht allzu viel, was man braucht. Ich meine, Link muss ja auch vergnügen. Deswegen braucht er ein Bett und eine Tür, wenn man ungesteuert sein will. So, okay. Bett, Tür ist drin. Schade, dass es hier leider keinen Teleportationspunkt gibt. Finde ich leider auch sehr schade an dem Haus. Gut, ich mache mich dann jetzt mal auf nach dahin und schnapp mir Max und reite zu den Goronen. Habe ich gerade überhaupt den Kletingstar ausgewählt? Und das ist Max. Mein etwas neueres Pferd. Und jetzt geht's auf. Okay, ich muss da hoch und dann rechts. Alles klar. Komm, Max. Wir haben es eilig. Hoffentlich eher mal, dass du länger durchhältst als 5 Parts. Wir hoffen für das Beste. Gut, dann mal gucken. Ich habe auch gesagt, die weite Krux wäre auch eine Möglichkeit. Ja, das stimmt durchaus. Aber ich bin auch ehrlich, ich will langsam auch gerne mal ein bisschen mehr der Story ein bisschen vorankommen.
Was willst du denn von mir? Komm her, du. Ich weiß nicht, ob ich die Materialien von den Viechern brauche. Boah. Gott, ich habe keinen Bock, dich hier hinterher zu rennen. Komm mir mal ein bisschen entgegen, dankeschön. Das ist nett von dir. Zack. So, komm mal her, Freunde. Oh. Nein, ich habe schon wieder Max getroffen. Nein, die bitte schlechteste Welt bis jetzt einmal. Das mache ich nicht mit Absicht, I swear. Sag mal, komm her, du. Ach, da renne ich jetzt bestimmt nicht hinterher. Max, halt durch, ich komme. Papa ist da. Der ist schon stärker. Mein Schwert wurf das denn hin? Der hat mich mit einem Schlag gewone-shottet. Okay. Vielleicht soll ich auch was mit meinem Herzen tun. Heißt das, dass Max Treffer auch reset wird? Das wäre gut. Dann war es tot wert. Damit bin ich fein. Ja. What the hell? Ist das eine Gerudo? Halt! Bleib mal stehen! Warte! Hi! Sabota? Ich bin Kashwa vom Stamm der Gerudo. Merkt ihr meinen Namen? Graue Zeit ist vergangen, seit Gerudo Stadt verließ, um mich auf die Suche nach mir selbst zu widmen. Und der Brennhitze Gronias wird diese Suche schon bald ihr folgenden Höhepunkt erreichen. Schön! So. Ich möchte mir Max bitte abholen. Ja. Och Gott sei Dank, er scheint jetzt nichts mehr mitgenommen zu haben. Dann reite ich jetzt am besten einfach mal an denen vorbei. Ich möchte heute noch was erreichen. Komm, Max. Oh, Ausfall verpasst. Galoppel, 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 galoppel. Die muss ich alle jetzt mal gekonnt ignorieren. Und natürlich so ohne Krähe. Wie sind denn hier? Nein! Max, renn weg! Na toll. Jetzt muss ich kämpfen. Ja. Nochmal Pflanze. Ja. Toll. Exalverschwanz. Okay. Starker Exalbogen. Boah, hier bekommst du aber echt schon gute Materialien, muss ich ja okay sagen. Ups, falscher Knopf. Galoppe los! So, du bist kein Problem. Ich erlege mal mit Feuer. Au! So, wenn ich hier schon Eisstab bekomme, den nehme ich natürlich auch danken mit. Gibt der Feuerstab
bringt mir nicht so viel. Da mache ich doch noch mal eben kurz was Sinnvolles. So. Ja, was denn, Max? Hast du Angst, dass ich die anzünde? Mein Gott. Na, kommt. Übrigens, man kann das Fleisch auch schockfrosten. Ist vielleicht auch gar keine schlechte Idee. So, genau um geht's hoch. Komm ich da überhaupt mit Max hoch? Max, kommst du auch hoch? Nee? Kommst du gar nicht? Na gut, dann muss ich wohl ohne dich hier klarkommen. Ich danke dir für die Hilfe! Überleb gut ohne mich. Oh, wir sind schon wieder Gegner. So. Au. Ah, verdammter Trostberg. Oh. Was bist du für einer? Au. Ah, der ist doch ein bisschen härter. Hm. Lässt du das jetzt mal? Oh, come on. Ich darf auch gerade nicht aufstehen, ey. So ein verdammter Mist. Gut, wenn du mir so kommst... Komm mit dir auch so. So. Na, jetzt, wo er was Brennendes hat, bin ich doch nicht mehr so froh drum. Au. Verdammt, ich lebe gefährlich. Ach, hier sind so viele Monster und ich bin tot. Ah, ich hab doch gesagt. Tschüss, Mann. Okay, Freunde. Ich glaube, ich gehe mal zur großen Fee und gucke mal, ob ich mich noch ein bisschen verbessern kann. Wir sehen uns hier an der Stelle wieder. Hoffentlich mit mehr Skill und vielleicht eine Fee im Petto. Also, bis dann! Hinterlasst gerne einen Kommentar, lacht mich aus und auch gerne ein Däumchen ist ein Träumchen. Bis dann! Ciao!